Und damit willkommen einer weiteren Runde Orient the Blind Forest hier auf dem Kanal. Wir sind zusammen wieder unterwegs. Woohoo! Und das war knapp. Okay. Das hat sogar ungefähr so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Nein! Okay. Fähigkeiten so langsam alle mal versuchen, so miteinander zu kombinieren. Geht das hier auch? Nee, ne? Okay, da komme ich nicht lang. Okay, also was wir schon mal merken können, da oben geht es nicht lang. Da ist kein verstecktes Gimmick oder ich bin einfach zu blöd dafür. Ha! Nein! Okay. War nicht der perfekte Start, aber es hat geklappt. Den speichern wir direkt auch mal. Ja! Der Triple-Sprung wird uns einfach so nützlich werden. Nein! Och Mann. Aber ich habe ja Gott sei Dank hier gespeichert. Hi-ja! Das wollte ich machen. Okay. Ach Gott, okay. Grundlegend richtige Idee. Nur nicht so gut ausgeführt. Das war zu wenig. Oh Gott. Oh Leute. Also ich war mal gut in Jump'n'Runs, ob man mir das glaubt oder nicht, aber das, was ich jetzt hier mache, ist einfach nur traurig. Auch zu viel. Oder warte mal, ich teste das mal. Ich teste doch nicht. Also es ist schon nicht so einfach, wie es aussieht, vielleicht. Vielleicht für dich. Der du vor dem Bildschirm sitzt und dir denkst, meine Güte, stellt der sich an. Erstmal muss ich nach oben. Hoppa. Spiel gespeichert und Geisterportal. Okay. Au! Oh Gott. Ha. Die Frage wie. Au! Hier. Yeah.
nicht mal gesehen, dass sie geschossen hat. Okay, also da hoch komme ich nicht. Wir müssen nur noch nach rechts und können dann eben nach oben. Okay, das auch schon mal geschafft. Wie soll ich das machen? Ich bin gerade echt am Überlegen. Ich meine, wenn ich mich einmal treffen lasse und den Supersprung mache, dann komme ich da durch, aber ich kann da jetzt hier nicht... Ich kann mich ja nirgendwo hinstellen, damit ich diesen Sprung laden kann. Das hilft auch nicht. Da bin ich sofort tot. Au! Au! Oh Gott! Oder muss ich da gar nicht durch, sondern muss quasi von da unten hoch? Und muss jetzt hier erstmal wieder zurück. Aber da war ja auch... Oder? Ich weiß es nicht. Weil das Problem ist, von der anderen Seite könnte man den Sprung machen. Eigentlich auch nicht wirklich. Weil mit dem Ding hier, wenn ich es auflade, das kriegt es auch nicht kaputt. Aber von hier aus kommen wir auch nicht mehr zurück. Weil ich sag mal, selbst wenn ich jetzt hier... Haben wir uns jetzt hier echt in eine Sackgasse manövriert? Okay. Ah Gott! Also da den Weg zurückzukommen, ist ja nochmal viel heftiger. Ich muss doch irgendwas Offensichtliches übersehen. Das kann doch nicht sein. Okay, man kann sich auch an Stacheln festhalten. Oh Mann. Nein, hier unten rechts, da kann man sich auch nicht hinstellen. Treffen lassen und dann kurz dann das nutzen, um den Sprung zu machen. Dafür ist eigentlich viel zu wenig Zeit. Also es ist halt, die Zeit, die du unverwundbar bist, ist zu wenig, als dass man den Sprung aufgeladen kriegt. Ich weiß es. Ich habe es auch nachher wieder in den Kommentaren stehen. Es ist irgendwas total Offensichtliches, was euch sofort aufgefallen ist, mir aber nicht. Und ich gucke mich hier gerade schon um. Wo kann ich mich hinstellen? Was kann ich hier machen? Aber ich kann hier mich festhalten. Aber wenn ich mich hier loslasse... Ah, oder? Alles klar. Au! Idee. Spring doch! Hä, warte mal. Einfach nur, wenn ich... Ja. Jetzt habe ich zwar den Sprung aufgeladen, aber... Ich kann nicht den Sprung nutzen.
So, funktioniert der. So nicht. Mann! Was soll ich euch sagen? Ich weiß jetzt, wie man weiterkommt, wie man sieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gerade echt...
mega dämlich. Weil das Spiel einem nicht gesagt hat, dass du das... Du kannst diesen Sprung machen. Aber dass du an der Wand dich festhalten kannst und einfach in eine Richtung drücken musst. Kein Stück. Finde ich nicht gut. Also da, ich hab's ein bisschen zusammengeschnitten, hoffe ich. Wie ich dann da lang renne, aber ganz ehrlich, das ist gerade einfach nur nervig gewesen. Das ist mega nervig. Also da hätte das Spiel wirklich einfach eine kleine Erklärung mehr. Du kannst sie an der Wand festhalten und dann auch in die Richtung zeigen, wo du hin willst und kannst den Sprung genauso machen, wie wenn du auf dem Boden stehst. Aber das hat sich das Spiel einfach nicht irgendwie... Ja, hat sich gedacht, nö. Naja, gut, machen wir mal weiter. So, damit haben wir auch den leichteren Zugang dann jetzt hier endlich hergestellt. Kommen jetzt hier hoch und können uns den Sonnenstein holen. Hier oben sieht es nicht mehr so hell aus. Ah, hier dafür aber wieder umso mehr. So. Na, wo ist er? Na, bist du der Sonnenstein? Kein Wunder, dass Kuro diesen Ort meidet. Der Sonnenstein lässt noch immer das Licht erstrahlen, das sie so fürchtet. Dann sollten wir uns das doch dringendst holen. Auch wenn ich immer noch dafür bin, dass wir nicht gegen Kuro kämpfen sollten. So. Du hast den Sonnenstein gefunden. Mit dieser legendären Rune bekommst du Zugang zum Hohuberg. Das ist toll. Oh. Mach das nicht, Spiel. Reg mich nicht erst auf und sei dann so gemein. Ja! Hat das geklappt? Unser Freund erlebt wieder. Oder unsere Freundin. Oh, ich bin so froh, dass Gummo uns das nicht irgendwie übel nimmt, dass seine Art dann da so Probleme hatte jetzt durch den ganzen Stress. Mithilfe des Sonnensteins können wir jetzt die Tore des Horuberges passieren. Du spürst durch, aber spürst du das Beben und Donnern der Erde? Der Horuberg ist kurz davor, Feuer zu spucken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Dann müssen wir wieder zurück zum Hohlhain. Da gibt es noch so viel, was wir nicht gesammelt haben. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das. Aber für euch in der nächsten Folge. Boah, Leute, es ist ohne Witz, tut mir leid, wenn ich mich aufrege, aber... Das ist einfach nur echt blöde gewesen und wir hätten uns hier bestimmt 10, 20 Minuten Spielzeit sparen können. Ich denke mal, dass ich es ein bisschen zusammenschneiden werde oder schon zusammengeschnitten habe. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß. Wir sind auf dem Weg jetzt zum Horuberg. Ich wünsche euch soweit noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Danke fürs Reinschalten, hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar da. Habt ihr das sofort gewusst mit dem Sprung? Habe ich mich einfach zu blöd angestellt? Kann ja auch sein. Aber ich habe nicht gesehen, dass uns der Tipp irgendwo gegeben worden ist. Nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt geschafft. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.